Musik verbindet über Grenzen hinweg und Menschen können durch sie auch ohne Sprachkenntnisse miteinander kommunizieren. Musik kann also durchaus zur Völkerverständigung beitragen. Das wollen auch die Veranstalter des Hochheimer Jugendmusikfestivals unterstützen. Sie wollen für eine Woche mehr als 30 ausländische Jugendliche einladen. Diese sollen dann mit Gleichaltrigen aus Deutschland verschiedene Stücke der klassischen Musik einstudieren. Bezeichnenderweise hat der Verein den Namen Conbrio gewählt, was in der Sprache der Musik mit Ausdauer und Elan übersetzt wird. 5 Tage werden intensiv geprobt, den Abschluss bildet dann ein gemeinsames Konzert. So klingt es, wenn Kinder und Jugendliche aus 5 Nationen gemeinsam das Palladio des angelsächsischen Komponisten Carl Jenkins spielen. Die Nachwuchsmusiker üben für das große Abschlusskonzert des Hochheimer Jugendmusikfestivals. In 3 Tagen werden die jungen Talente dann unter Beweis stellen, dass Sprachbarrieren kein Hindernis für intensive Proben sind. Lilia Arustamian kommt aus Armenien. Die junge Cellistin ist zum ersten Mal in Deutschland und ist froh, sich mit der Leiterin des Workshops in ihrer Muttersprache verständigen zu können. Vorhin Zeravirelen, wo die es kam, Arachinen kam, wo die Schirkiri Europa, Nuagelu, Masnakzelu, Sanatanalu, Normart ganz etnuine. Also das ist ihre erste Reise und da war Ziel, war in anderen Land auch ihre Können zu und Beweis zu stellen ihre und auch mal die anderen Kinder zu kennenlernen, andere Musiker aus anderen Ländern. Die Familien von Ronja und ihrer Freundin Chiara haben jeweils für die Dauer des Festivals ausländische Jugendliche aufgenommen. Die Verständigung mit den Gästen aus Russland klappt ziemlich gut. Wir haben Glück, weil sie kann sehr gut, also sie kann Deutsch. Das lernen sie in der Schule, hat sie erzählt. Ja, und es macht sehr viel Spaß, immer jemanden dabei zu haben. Wir haben zusammen ein Zimmer und ja, das ist halt cool, zum Beispiel auch beim Einschlafen, da kann man auch immer noch ein bisschen reden. Ja, wie so, als hätte man so eine Freundin eingeladen und sie würde eine Woche lang bei einem übernachten. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich hatte ja schon vor 2 Jahren, war Arina auch bei mir. Und sie kann zwar ein paar Worte auf Deutsch, aber sie traut sich halt nicht so richtig, es zu reden. Und deshalb reden wir immer auf Englisch und sie kann sehr gutes Englisch. Und ja, inzwischen ist sie wie so eine Freundin für mich. Sie bringt mir auch manchmal so ein paar russische Wörter bei, ich ein paar deutsche. Und wir waren ja auch letztes Jahr zusammen bei ihr zu Hause und haben da bei ihr in St. Petersburg gewohnt. Ab dem müsst ihr einfach mitkommen. Wir spielen da, 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 bam, bam, bam. Einfach nicht, also runterziehen. Das ist alles von euch. Für Geigenlehrerin Lilian Kronhardt ist es schon eine Herausforderung, Anweisungen oft in 3 verschiedenen Sprachen zu geben. Das ist jetzt ein Erlebnis auch für mich selbst. Zwar muss ich sagen, ein bisschen auch anstrengend, gleichzeitig auch 3 Sprachen sich zu unterhalten. Aus Armenien muss ich auch armenische Sprache mit ihnen sprechen, auf russische Sprache noch übersetzen und deutsche Sprache. Das ist auch eine Herausforderung für mich selbst. Ja, aber die Zusammenarbeit ist eine sehr, sehr schöne Sache. Darauf haben wir uns fast ein Jahr lang vorbereitet und auch erwartet, die Kinder hier bei uns zu haben, die Schülerinnen, und auf dieses große Projekt. Wir haben ja richtig viel Zeit investiert, und damit das alles reibungslos funktioniert. Понятно, да? Можно еще раз сказать? Хорошо. Während der Generalprobe zu dem Abschlusskonzert stehen alle Musiker unter Anspannung. Auch Natalia Anufriva, Initiatorin des Festivals, ist davon nicht ausgenommen. Die gebürtige St. Petersburgerin begleitet heute die Streicher bei einem ihrer Stücke mit einem Rhythmusinstrument. In ihrem Hauptberuf leitet die ausgebildete Pianistin in Hochheim eine Klavierschule. Als Anerkennung für besonders begabte Schüler ihres Musikinstituts organisierte sie eine Reise in ihre russische Heimatstadt. Dort entstand die Idee eines internationalen Jugendaustauschs. Da waren auch Konzerte, russische Freunde. Dann habe ich gedacht, wieso nur meine Schule? Das sollen so viele Kinder und Jugendliche wirklich miterleben, wie nur es möglich ist. Und das war eigentlich Hauptgrund für
Gründung unseres Vereins. Und ich kann sagen, dass in all diesen Jahren über 90 Kinder und Jugendliche aus Deutschland schon zu Besuch bei unseren Partnern und in Russland, Weißrussland und Portugal waren. Und noch mehr, jedes Mal fliegt mit uns nach St. Petersburg eine oder ein paar Familien aus Hochheim. Also Eltern, Geschwister unserer Schüler fliegen mit. Chiara hat mit ihrer Familie schon an einem solchen Austausch teilgenommen. Die 17-Jährige musiziert schon seit ihrer Kindheit. Moderner Popmusik kann sie nicht viel abgewinnen. Klassische Musik ist halt von der Melodie her im Vergleich zu heutiger Musik sehr viel abwechslungsreicher, weil die Melodie zwar schon wiederholt wird, aber nicht so oft wie heutzutage in den Liedern. Und deshalb ist es halt eine ganz schöne Abwechslung. Daniel Preismann hat als sein Instrument das Klavier gewählt. Zusammen mit seinem Lehrer übt er eine Etüde von Frederik Burgmüller ein, die er bei dem Abschlusskonzert vortragen möchte. Der 10-Jährige kam über das Keyboard zum Klavierspielen. Ich habe mich sehr für die Akkorde interessiert, als erstes auf dem Keyboard. Da habe ich dann so ein bisschen auch selbst geguckt, was sie so miteinander zu tun haben, die Akkorde. Und dann habe ich halt dann auch angefangen, so Weihnachtslieder, halt so wie Odo Fröhlich oder so zu spielen. Zuerst mit Noten, danach ohne. Wenn man es ihm nicht anmerkt, ein wenig nervös war Daniel vor seinem Auftritt schon. Übrigens ein Gefühl, das alle Teilnehmer des Festivals gut kennen und das über alle Landesgrenzen hinweg auch verbindet. Also sagte meiner Meinung nach gibt es keinen Musiker, der keine Lampenfieber hat. Jeder hat vor dem Konzert, vor dem Auftritt Aufregung schon. Dass Musiker aus 5 Nationen musikalisch perfekt miteinander harmonieren, zeigte das Abschlusskonzert. Es war für alle der Höhepunkt des Festivals, bedeutet aber auch Abschied nehmen von neuen Freunden. Denn am nächsten Tag traten die Gastmusiker ihre Rückreise in die Heimatländer an. In 2 Jahren wird bei einer Neuauflage des Festivals sicherlich der eine oder andere musikbegeisterte Jugendliche wieder daran teilnehmen.